über ein Vitalkost-Buffet. Das sind gefüllte Paprikaschoten, gefüllt mit einer Cashewcreme mit Sauerkraut und Hefeflocken, hier auch nochmal. Das ist ein grüner Salat mit Hanfdressing und Paprikasprossen, Rettichsprossen sind noch drin, genau. Das, wer hat das mitgebracht? Das ist Möhre und Spitzkohl in Kokosöl gebraten. Also das ist ein Hanftabouleh nach deiner Ernährung, wirklich ein sehr köstlicher Salat aus Petersilie, Minze, getrocknete Tomate, frische Tomate, Hanföl, Olivenöl und Tamari. Das ist eine interessante Mischung aus violetten Möhren. Ja, Brokkoli, Champignons, Tamari, Bärlauch, jetzt ist Bärlauchzeit, und ein Reis aus Kichererbsenmehl. Habe ich was vergessen? Ja, so circa, ja. Ungefähr so grob, genau. Gurkenscheiben mit Happy Cheese, die Sorte Kräuter der Provence. Dann haben wir hier Wraps, einmal aus Karotte und einmal aus Rote Beete. Dann hier ist Kohlrabi-Kimchi selbst gemacht. Ne? Da ist Kohlrabi drin, aber auch Möhre. Noch irgendwas? Ja, Tomaten. Also so klassische. Diese klassischen Kimchi-Gemüse, aber dann eben auch mit Kohlrabi. Leicht scharf. Dann das ist Avocado mit Spirulina und Frühlingszwiebeln. Sojasauce, Rohkost-Sojasauce, Tamari. Passend zu dem Rohkost-Sushi. Der Reisersatz einfach aus Blumenkohl, Paranüsse, Hefeflocken. Das Rezept findet ihr übrigens bei Deine Ernährung auf dem Blog. Dann haben wir hier verschiedenes Gemüse, roh Brokkoli, Paprika und ist das Kohlrabi oder ein Rettich, das Weiße hier? Mairübchen. Mairübchen, auch sehr lecker. Dann haben wir hier einen Salat, man sieht auf alle Fälle Petersilie und Chicorée. Und darunter? Blumenkohlreis mit roter und gelber Paprika und eine Cashewcreme, die mit Hefeflocken auch und so. Dann haben wir hier noch Chicorée, dann hier noch ein bisschen Rohkost, Möhre, Paprika, Avocado, Petersilie und hier noch einen Salat, der besteht aus Weißkraut. Weißkraut einfach und dann noch was Grünes. Petersilie. Genau. Hier haben wir noch ein bisschen Kimchi und hier seht ihr ganz viele Sprossen, Rotkohlsprossen, Rettich, Süßlupine, dann haben wir hier getrocknete Brokkolisprossen, Spirulina, Brokkoli, auch nochmal Sprossen von Lebenskraft pur, Hirse, Leinsamen, Buchweizen und Sonnenblumenkerne. Hier sind Oliven. Hier sind zwei Dressings auf Basis von Mandel und geschälten Hanfsamen. Einmal Kräuter Knoblauch und einmal nicht vegan. Da ist ein Honigsenf mit dabei. Hier haben wir noch einen grünen Salat, verschiedene Salate, Eisbergsalat, Romana-Salat und Feldsalat. Hier nochmal ein bisschen Mungbohnensprossen und Erbsen, Grünkraut. Das ist Topinambur mit Bärlauchpesto. Kochkost, das ist ein südafrikanischer Gemüseeintopf. Dann ist hier die süße Ecke, die diesmal wirklich sehr, sehr, sehr klein ist, sehr überschaubar. Also der Gemüseanteil ist richtig hoch. Da haben wir einen rohköstlichen Apfelstrudel. Das ist ein Joghurt. Kokosvanille. Kokosvanille. Dann haben wir hier Schokolade, das ist die von Love Choc, genau. Was Mandel. Ist das für eine Sorte Mandel, genau. Hier selbstgemachtes Schokoknusper, das ist so Karobschokolade mit rosa Pfeffer. Dann haben wir hier ein Schichtdessert mit Süßlupinenkaffee. Ne? Mhm. Lupinenkaffee, Cashews, Walnüssen, eine schöne Vanillecreme. Genau. Hier, klingt gut. Und hier haben wir auch irgendwas wie Geschichte. Snickers-Törtchen. Also wirklich heute auch exklusiv. Ganz tolle Sachen in süß, aber auch eine große Vielfalt, was Gemüse und Salate angeht.